Überall liegt was rum. Christine kann ganz schön Unordnung machen. Naja, im gegenwärtigen Augenblick ist sie noch dabei, ihr beginnendes Bedürfnis für künstlerischen Ausdruck mit kaum entwickelten feinmotorischen Fähigkeiten in Einklang zu bringen. Genau, das wollte ich sagen. Angela hat angerufen. Oh. Hodgins geht morgen wieder ins Labor. Das sind tolle Neuigkeiten. Dann hat er etwas, worauf er sich freuen kann. Ich mache mir Sorgen um ihn. Und sie. Hey, das wird schon gut werden. Man muss nur daran glauben. Du weißt, ich glaube nicht an das Immaterielle. Ich glaube an die Gewissheit der Naturwissenschaft. Aber was das angeht, macht mich die Wissenschaft nur traurig. Es wird alles wieder gut, komm her. Hast du je geglaubt, dass du so einen traumhaften Mann wie mich und drei wundervolle Kinder haben wirst, die so verrückt nach dir sind? Das Schicksal hat eine unwahrscheinliche Wendung genommen. Alles ist möglich. Angela und Hodgins lieben sich. Sie sind stark, die werden das durchstehen. Was? Christine hat ein Skelett gemalt. Bei den Rippen hat sie sich verzehrt und das sind nicht annähernd genug Verlangen, aber... Wie die Mutter, so die Tochter. Ich hoffe, dass sie mit deinem Glauben aufwächst. Das wird sie. Ich werde das hier in mein Büro hängen. Ich sollte das wieder korrigieren. Du veränderst gar nichts daran. Da sind doch nicht genug Rippen oder Verlangen. Nein, du korrigierst nichts. Kinderkunst wird nicht korrigiert bei uns. Wusstest du das? Aber es ist ungenau. Ah, spielt keine Rolle. Dass sie aufwächst und denkt, was hat sie noch von viel.